Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich hier in meiner Heimat unterwegs, dem Hunsrück. Genauer gesagt in der Verbandsgemeinde Talfang. Ja, und hier baut Abowind den Energiepark Gilert. Ist eine Kombination aus einem Solarpark, der wurde bereits Anfang des Jahres errichtet. Eher eine kleinere Anlage, 750 kW. Und zwei Windenergieanlagen vom Typ Nordex N149 5.X. Zwei Stück insgesamt. Auch 164 Meter Max-Bögelturm. So wie im Windpark Pretzfeld-Obersulm, den ich vor kurzem besucht habe. Ja, nur die Anlagen sind etwas leistungsstärker. In Pretzfeld, die hatten nur 4,5 Megawatt. Ja, ursprünglich waren die auch Venturtürme geplant. Hat man dann umgeplant auf Max Bögel. Deshalb ist das Projekt auch leider etwas hingezogen. Ja, an Komponenten bzw. Kran ist leider noch nichts da. Bin ich leider etwas zu früh. Ja, die Türme sind beide errichtet. Eine Anlage steht hier, die andere steht jetzt hinter mir auf dem Berg. Ja, Hunsrück hier, super spannende Region. Hier im Hintergrund sieht man die Moorbacher Energielandschaft mit den Enercon E141. Hab ich auch schon mal besucht. Und hier auf dem anderen Höhenzug, auf der anderen Seite, da stehen wahnsinnig viele Windräder. Ganz viele Enercon-Anlagen, Vestas. Also das ist echt richtig spannend hier im Hunsrück. Das ist echt eine richtig coole Region für Windkraftfans. Hatte ich leider noch gar nicht so die Gelegenheit, das ausführlich zu begutachten. Naja, aber richtig cool, dass jetzt auch Nordex N149 hier in die Region kommen. Ich werde jetzt mal noch zur zweiten Anlage laufen. Mal gucken, ob ich an die Anlage hier noch ein bisschen näher rankomme. Und Drohne ist natürlich auch am Start. Wunderschönes Wetter heute. Allerdings auch bitterlich kalt. Also die Wiesen hier sind noch ziemlich gefroren. Naja, aber wenigstens mal Sonne. Ja, hier nochmal eine schöne Infotafel, die über das Projekt informiert. Finde ich immer cool, wenn es so Infotafeln gibt, um das Ganze den Laien und den Anwohnern hier aus der Umgebung nochmal alles zu erklären. Ja, wie gesagt, ist eine Kombination aus Wind- und Solarpark. Ja, und ich lese hier gerade, die Solaranlage wurde auf einer ehemaligen Deponie errichtet. Also eine Fläche, die für sonstige Zwecke jetzt eher nicht mehr genutzt werden kann. Und da hat man jetzt noch eine Solaranlage gebaut. Finde ich cool. Ja, hier nochmal eine Übersichtskarte und die einzelnen Anlagenstandorte. Steht in der Nähe von Anlage 1. Anlage 2 liegt etwas höher auf dem Berg. Ja, Ende 2021 soll er ans Netz gehen, der Park. Und rund 17.000 Personen mit Strom versorgen. Cooles Projekt, muss ich sagen. So, hier ist jetzt der Turm von Anlage 2. Liegt etwas höher auf dem Berg. Sonne ist jetzt schön hinterm Turm. Da scheint schon was da zu sein. Hier scheint der Triebstrang zu liegen. Andere Komponenten sehe ich jetzt noch nicht. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen näher hinlaufen, ob da doch schon was da ist. Ja, von hier aus sieht man jedenfalls sehr schön den benachbarten Windpark. Das ist der Windpark Berglicht Heidenburg. Hier stehen auch wieder ziemlich viele Anlagen. Hier stehen Nordex N117, quasi die kleinen Schwestern der neuen Anlagen. Ja, einige kleinere. Ich glaube, das sind Fuhrländer FLMD 77.
Enercon E82. Gibt es auch noch welche. Aber der Großteil sind diese FLMD77. Hintergrund sind auch noch größere Vestas-Anlagen. Das müsste dann aber schon wieder ein anderer Windpark sein. Weiß ich jetzt gar nicht, welcher das ist. Ja, jedenfalls ist das auch alles von Abowind hier. Also Abowind ist hier in der Gemeinde Thalfang sehr aktiv. Ja, was ich gelesen habe, hier ist auch ein größeres Repowering geplant. Also ich glaube, hier stehen insgesamt 10 von den Fuhrländeranlagen. Und die sollen durch 3 Siemens Gamesa ersetzt werden. SG 6.270, glaube ich. Ist ja schon ziemlich geil. Ja, die SG170, die ist auch echt beliebt momentan. Ehrlich, zu den größten Rotordurchmesser auf dem Markt. Ja, und von hier aus sieht man auch nochmal den Turm der ersten Anlage. Liegt etwas niedriger unterhalb der Straße. Ja, das wird geil aussehen, wenn die N149 hier fertig sind. Ja, ich laufe jetzt mal ein bisschen näher ran noch und guck mal, vielleicht sind ja doch schon Komponenten da. So, ich bin jetzt noch mal etwas näher dran am Turm von Anlage 2. Hier sind auch schon einige Komponenten vor Ort. Hier links liegt das Maschinenhaus hinterm Turm mit Abowind-Logo. Finde ich cool, dass mein Logo drauf ist, nicht immer nur komplett rot. Etwas weiter rechts. Das Blaue hier in blaue Folie eingewickelt müsste die Narbe sein. Und daneben dann die Schalen, also quasi die Abdeckung für die Narbe. Ja, und hier liegt dann der Triebstrang. Hier ist jetzt auch Personal auf der Baustelle, also im Maschinenhaus scheint gearbeitet zu werden. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht näher rangehen. Ja, hier sieht man nochmal schön den Turm. Gleicher Turm wie in Bretzfeld-Obersulm, Max-Bögel-Turm. Ja, waren ursprünglich ja auch mal Ventortürme geplant, aber dann hat man umgeplant auf Max-Bögel, 164 Meter. Ja, von hier aus hat man auch echt nochmal eine richtig tolle Aussicht. Da drüben nochmal die anderen Anlagen in dem benachbarten Windpark. Berglicht, Heidenburg. Ja, und von hier aus sieht man jetzt auch die erste Anlage. Die liegt etwas niedriger. Die liegt hier unten hinterm Wald. Da sieht man schön den Turm. Ja, und im Hintergrund sieht man es schon, nochmal ein gigantischer Blick auf die ganzen Windparks hier im Hunsrück. Da stehen echt unheimlich viele Anlagen. Das ist der Windpark Windrich. Da stehen E101. V126 stehen ja auch noch. Und im Anschluss dann der Windpark Ranzenkopf. Da stehen jede Menge Enercon E115. Ja, ist schon spannend, der Hunsrück hier. Also was Windkraft angeht, echt krass. Ja, hier im Anschluss dann schon wieder der nächste Windpark mit Vestas V126, schätze ich. Hintergrund auch schon wieder E115. Wahnsinn, ey. So viele Anlagen hier. Richtig cool. Ja, und dann ein Stück weiter rechts hier nochmal ein Blick auf die Moorbacher Energielandschaft mit den Enercon E141. Die 7 Stück. Cool. Ja, krass. Jetzt kommt schon wieder die nächstgrößere Generation
hier nach Gilad. Nordex N149. Krass. So, jetzt bin ich doch noch mal etwas näher dran. Hier sieht man es jetzt noch mal schön in voller Größe, das Maschinenhaus. Also da drin wird auf jeden Fall gearbeitet. Wird schon alles für die Montage vorbereitet. Aber das Maschinenhaus kommt mir irgendwie wesentlich länger vor. Jetzt im Vergleich zu Pretzfeld-Obersulm. Täuscht vielleicht jetzt nur, aber vielleicht wisst ihr das, ob das Maschinenhaus von der 5.x ein bisschen länger ist als das Maschinenhaus von der 4.x. Nur so eine Vermutung, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber irgendwie kommt es mich wesentlich länger vor. Naja, täuscht vielleicht einfach auch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ja, ich befinde mich jetzt hier kurz vor Gilad. Hier hat man eine Lagerfläche eingerichtet. Ja, und hier sind schon einige Komponenten angekommen. Unter anderem die Rotorblätter und Stahlturmsegmente. Ja, und ein Blatt hängt gerade am Haken. Das wird gerade abgelegt, so wie es ausschaut. Es war hier vorne an dem Transporter, an dem LKW noch befestigt. Also gut möglich, dass es erst letzte Nacht angekommen ist. Ja, hier hinten auch nochmal aufgebockt. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich hinter das andere Blatt abgelegt. Ja, ich schätze mal, dass die Blätter erst heute Nacht vielleicht gekommen sind. Hier wird es jetzt abgelegt, neben das andere Blatt. Das dritte Blatt befindet sich noch hier vorne. Das ist noch auf dem LKW. Da sieht man auch nochmal, wie krass riesig dieses Teil ist. 75 Meter lang. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja, hier nebendran dann die Stahlturmsegmente. Drei Stück für den 164 Meter Turm. Krass. Ja, das zweite Blatt wird jetzt genau neben das andere gelegt. Ja, Kran ist ja noch nicht da. Das wird jetzt auch noch mal einige Zeit in Anspruch nehmen, bis der hierher transportiert wird und dann aufgebaut ist, bis es dann mit der eigentlichen Montage der Anlagen losgeht. Genau. Die Komponenten werden sie dann nach Bedarf zur Baustelle bringen, wenn der Kran mal aufgebaut ist. Ja, ich werde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen, spätestens an Weihnachten rum, bin ich nochmal zu Hause. Dann will ich unbedingt nochmal hierher. Dann sind die Anlagen wahrscheinlich schon fertig, nehme ich an. Wenn der Kran mal steht und die Komponenten da sind, geht das eigentlich relativ schnell. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, wie immer. Gerne Kommentare schreiben, Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Anschluss folgt nochmal ein kleines Drohnenvideo. Ja, dann haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis bald. I don't wanna wait.